Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind wieder los in Dänemark, Tag 2. Heute an einem Geheimtipp von einem Einheimischen. Und da wollen wir mal schauen, ob was geht oder nicht. Auf den ersten Blick kann ich euch sagen, sieht der See wirklich sehr vielversprechend aus. Wir wollen mal schauen, ob wir hier auch ein paar Fische ans Band kriegen. Ihr dürft wie immer gespannt bleiben und wir drei geben jetzt richtig Gas. Bis gleich. Da ist der erste Biss, Leute. Da ist der erste Fisch. Erster Wurf mit der Nudel. Oh, der ist gut. Die Nudel, Eduard. Erster Wurf mit der Nudel. Die Fische stehen richtig in der Mitte. Man sieht es auch. Die steigen immer wieder. Ein sehr kurzes Vorfach gewählt. Wirklich. 10 Sekunden stehen lassen. Haben wir einen Kescher hier? Hopp. Da kommt das Ding. Okay. Haben wir natürlich unseren Kescher irgendwo liegen gelassen. Eine schöne kleine Lachsforelle auf die Nudel. Erster Wurf. Die Nudel hängt auch noch von außen, man sieht's. Da ist er. Da ist sie. Tja, Leute, was soll ich sagen? Die Nudel rockt hier, auch in Dänemark. Haben wir inzwischen viele andere Angler mitgesehen, die hier in Dänemark unterwegs sind mit der Nudel. Und da haben wir's. Tja, Leute, neuer Tag, neues Glück, neues Gewässer auch vor allem. War so ein kleiner Geheimtipp von einem Einheimischen, den wir gekriegt haben. Und jetzt tatsächlich schon die erste auf die Oberflächenmontage und die Nudel. Da haben wir sie wieder am 8er Trautjara-Jig-Hook, schwerelos, nur mit einem Snap. Und tatsächlich gerade den ersten Wurf gemacht. Und wirklich, es hat keine 20 Sekunden gedauert, war der erste Fisch drauf. Demnach machen wir dasselbe einfach nochmal. Auf extremer Distanz, also wirklich mitten im See. Fische sieht man immer wieder buckeln und steigen. Also man sieht, dass sie tatsächlich ja, oberflächennah stehen, da ist schon der Biss. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie diese Montage hier funktioniert. Jetzt zieht er wieder ab. Ja, das gibt's nicht. Ja. Da ist die nächste. Also das ist wirklich, Leute, das ist der zweite Wurf und sofort der zweite Fisch. Also die Nudel liefert hier zu 1000%. Man sieht, dass sie mittig stehen und dann auch flach. Und hier ist jeder Wurf bis jetzt ein Treffer. Zweiter Wurf, zweiter Fisch. Ist jetzt auch kein großer wieder. Aber die Montage funktioniert, den Fischen gefällt's. Nudel, Nudel. Zwei Wurf, zwei Fisch. Ja, der Terminator steht drüben auf der anderen Seite, versucht ein bisschen Blech, aber bislang ohne Erfolg. Na komm, so, da haben wir sie. Tja, Leute, da seht ihr es. Die Nudel guckt unten raus. Ein schöner Kilofisch, da ist sie. Wahnsinn. Kann so weitergehen, ne?
Der Wind macht die ganze Arbeit. Hier, wo wir stehen, ist so gut wie gar kein Wind. Und in der Mitte des Sees, man sieht es an der Oberfläche, drückt der Wind alles so ein bisschen auf die andere Seite. Und das kommt uns natürlich zugute. Das bedeutet, wir haben ein bisschen Rückenwind. Wir bekommen die Montage noch weiter raus. Und der Köder arbeitet komplett von selbst, weil er mit der Maracas umhertreibt. Und ja, dadurch bekommt der Yum-Yum-Aktion quasi so ein bisschen Leben eingehaucht. Und das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, die ersten zwei Würfe gleich zwei Fische. Zuppel den einmal an, dass er aufsteigt. Wie gesagt, Vorfach ist ungefähr so 50, 60 Zentimeter vielleicht. Und das reicht schon. Gerade wenn die Fische so flach stehen. Die war gut, Eduard. Boah, der Eduard hat eine gute. Der Eduard hat eine gute. Eduard, warte, ich komme. Puh. Puh. Oh. Oh, die ist gut, Eduard. Die ist gut. Die ist gut. Auf Gummi? Ja, nehmen wir sie zu. Oh, das ist ein guter Fisch, Eduard. Ja. Die anderen, die ich hatte, hatten so 800, 900 Gramm. Nicht so große. Ich denke, es reicht dir was. Ja, das könnte so eine 2,5er, 3 Kilo, könnte das sein. Schön auf den 70er. Jawollo. Okay. Oh, ist ein guter Fisch, Eduard. Da sehen wir es. Nee, zwei. 2,5 bestimmt. Ja. Richtig guter Fisch. Da ist er. Dickes Petri, mein Freund. Ja, danke. Erste. Erste, ja. Tja, Leute, da ist er. Unser Terminator mit der ersten größeren Forelle hier an dem neuen Teich. Und gefangen hat also hier der 70er in Schwarz-Gold. Ein Klassiker, richtig toller Fisch. Wir sagen, dickes Petri, mein Freund. Bitte, Dank. Und dann gucken wir mal, ob hier noch was geht. Richtig toller Fisch, Eduard. Danke. Tja, Leute, das war gerade ein richtiger Spurt. Wollte unbedingt den Drill einfangen vom Eduard. Der hat jetzt die erste richtig gute Forelle gefangen. Würde mal so tippen, dass die knapp 3 Kilo hat. Und das auf dem 70er Mirax in Schwarz-Gold. Immer wieder eine Bank. Und wir machen jetzt hier weiter mit unserer Nudelparty. Und gucken mal, ob wir den einen oder anderen Fisch noch so überlistet kriegen. Hat mal eine Attacke auf jeden Fall. Ja, da ist der Biss. Da ist der Biss. Und da ist der Fisch. Oh, der ist, glaube ich, besser. Der könnte besser sein, Leute. Verkauft sich gut. Flach und aus der Mitte, ne? Ist das herrlich. UL am großen See, hä? Jetzt hat er sich hier ins Kraut gesetzt. Ach, da haben wir ihn frei. Ja, der ist nicht schlecht. Also der ist ein bisschen größer als die anderen beiden. Ein bisschen hier aufpassen mit dem Kraut. Die drücken da gerne rein.
ist doch ein guter Fisch auf jeden Fall. Jupp, jetzt geht er nochmal richtig los. Ja, da ist er. Die Oberflächenmontage, immer wieder für Überraschung gut. Jupp, jupp. Ist noch nicht fertig. Ist er hier wieder durchs Kraut geschossen. Uiuiui, er hat richtig Dampf. Oh. Na komm, Mäuschen. Ja, der ist doch schon nicht schlecht. Ich würde mal sagen, dass das so ein 2-Kilo-Fisch ist. Da ist er. Ja, meine Lieben, das läuft tatsächlich wie am Schnürchen. Im Vergleich zum ersten Tag haben wir jetzt in der ersten Stunde schon mehr Fisch als fast den ganzen Tag von gestern, also den gestrigen Tag. Und ja, da ist er. Eine richtig tolle dänische Forelle. Ich schätze mal, die hat so knapp 2 Kilo. Und das auf unsere Nudel von der Oberfläche. Wenn es läuft, dann läuft's. Tja Leute, tatsächlich haben wir jetzt gerade erfahren, der See ist durch eine Brücke getrennt. Und in dem Teil, in dem wir standen, sind eher die kleineren Fische, also die 1 bis 2 Kilo Fische. Und in dem Teil vom See sind dann die größeren zu erwarten. Und ja, jetzt probieren wir einfach dieselbe Montage, die drüben fängig war, probieren wir hier aus. Und dann schauen wir mal, ob was geht. Vorne schon eine schöne große goldene rum. Die versuche ich doch mal mit einem Spoon anzuwerfen. Jetzt hier den 4-8er drauf. Vielleicht nimmt sie den. Ne, zieht dran vorbei, aber die steht sehr flach. Kann ein gutes Zeichen sein, dass die anderen Fische auch flach stehen. Tatsächlich einmal kurz hinterhergegangen. Machen einfach mal einen Wurf mit Spoon, bevor wir wieder zur Nudel wechseln. So Leute, jetzt haben wir mal einen Biss auf die Maracas. Ja, jetzt scheint da was zu sein. Ja, zieht ab. Und da hängt sie. Ah! Oh! Ausgeschlitzt. Das gibt's nicht.